Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Der Junge von Damals Box von K1. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Junge von Damals von K1 aus dem Jahr 2016. Wir haben hier K1, wie er so über eine einsame Landstraße spaziert, schlendert. Jacke über der Schulter. Oben lesen wir K1, der Junge von damals. Und unten Deluxe Edition. Hier haben wir noch einen FSK 12 Hinweis, ein Sticker, Gott sei Dank, können wir abnehmen, der uns verrät, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. Unterseite zieht sich in dieser Optik durch. K1 lesen wir dann hier an der Seite. Oben ebenfalls diese Himmel- bzw. Marmor-Optik. Und auf der Seite dann auch wieder K1. Auf der Rückseite nichts, bis auf Barcode und Credits. Das Ganze eine reguläre Klappbox. Bedeutet, das Ganze geht dann hier aufzuklappen. Und dann haben wir auch schon den Inhalt. Und zwar einmal ein T-Shirt. Das Album an sich. Eine Bonus-EP. Die DVD. Die Instrumentals zum Album, ein Sticker und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. So, nachdem dieser Bestandteil dieses Albums noch eingepackt ist, werden wir den mal aus der Folie holen. Bevor wir die Folie abmachen, hier lesen wir auch noch kurz den Hinweis. Das neue Album inklusive Downloadcode für 5 Bonustracks und Sticker. Okay. Also, wir starten gleich mit dem Album. So sieht das Album aus. Cover wie auch schon auf dem Boxdeckel drauf. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 18 Stück an der Zahl. Wir haben jede Menge Features, die meisten von diesen Gesangsfeatures. Also wir haben Features von Brandon Beal, Michelle Mendes, Faye D, Manuelsen, Michelle Mendes, Philippe, Michelle Mendes, Faye D und Michelle Mendes. Credits und Barcode. Auf der Seite lesen wir ebenfalls K1, der Junge von damals. Dann schauen wir mal hinein. Also, hier haben wir auch nochmal spannenderweise einen Sticker. Also ich gehe mal stark davon aus, dass diese CD hier auch so verkauft wurde als Premium-Edition und trotzdem auch die Premium-Edition hier in der Box drinnen ist. Jetzt haben wir den Sticker zweimal. Also auch die Leute, die sich die CD ohne Box kaufen, sollten ebenfalls diesen Sticker dann drin haben, meiner Meinung nach. So, dann haben wir das Booklet. Aber kennen wir ja schon. Und dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive ein paar Fotos. Dürfte wohl der kleine K sein. Und hier diverse Tracks, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer die Beats produziert hat, etc. Weitere Tracks und weitere Kindheitsaufnahmen. Ist ja auch passend zum Albumtitel, Der Junge von damals. So hat er also ausgesehen. Der kleine Kenny. Weitere Tracks und weitere Fotos. Heftiger Style auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung. Und so hier noch die Credits zum Abschluss. Gut, dann haben wir, was haben wir hier noch? Einen Einleger und zwar Free Download der Black Edition. Nachdem ich die hier schon dabei habe als Bonus-EP, schenke ich euch den. Bedeutet, ihr könnt diesen Code gerne hier verwenden. Schenke ich euch. Dann haben wir die CD. Die sieht so aus, der Junge von damals. Mit der 84 hier, die 84 ja sein Geburtsdatum, 1984.
So sieht das aus. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, das Cover, allerdings hier ohne K, sondern einfach nur die leere Landstraße. Und hier der Zusatz Instrumentals, hier nicht aufgelistet. Die CD, wie die Album-CD, allerdings umgekehrt in weiß und schwarz. Instrumentals. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP, oder wie sie hier genannt wird, der Junge von damals, Black Edition. Und so haben wir hier 5 weitere Tracks. Sind auch Features dabei, jawohl. Wir haben hier einmal Michelle Mendes, Elgier und Nisa und Mario Winans und Freestyle. Gut, also 5 Tracks, alle hier produziert von Gorex. Und so sieht dann die CD aus, so in schwarz-braun bzw. schwarz-gold-Optik. Und diese Black Edition ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine DVD. Diese haben wir ja den 12er auf der Box zu verdanken. Allerdings hier ist das Ganze aufgedruckt und nicht mit Sticker gelöst. Und hier haben wir auch wieder das Cover, allerdings hier auf der Landstraße DVD. Hier in der Entfernung können wir K1 erahnen. Es ist natürlich die Frage, was hier drauf ist. Der Junge von damals. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Album-Entstehungsprozess enthalten ist. Also Making-of, hinter den Kulissen etc. Gesamtspiellänge, oh, ist relativ kurz, 18 Minuten 13. Okay. Dann haben wir 2 Sticker. Beide ident, nur ist der eine so ein bisschen ja, matt und der andere ein bisschen glänzend. Also der Junge von damals, 84 K1. Beide Male in schwarz und beide Male kreisrund. Wie gesagt, einmal war in der Box drin und einmal in der Premium-Edition der CD. Und bevor wir zum T-Shirt kommen, schauen wir uns noch kurz das Poster an. Ups, sorry. So, also das Poster, wie zu erwarten, auch hier das Cover zu sehen. Hier oben lesen wir K1, der Junge von damals. Und dann haben wir hier wieder die Landstraße inklusive K1. So sieht das aus. Einseitig bedruckt im Hochformat. Rückseite blank weiß. So. Und als letzten Bestandteil der Box, wie so oft, haben wir ein T-Shirt. Ein T-Shirt in schwarz mit weißem Aufdruck. Der Junge von damals, K1 84. Also vom Design her 1:1 Videosticker. Rückseite blank, also kein Backprint. Wir haben hier einmal Größe L, sonst nicht. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier unten, jawohl, hier unten haben wir es. Also hier haben wir, was haben wir hier? Einmal Continental. Responsibly sourced for brains who care. Okay, das ist erfreulich. Fairwear. 100% Baumwolle und made, wo haben wir es denn? Da steht nur, wie man es waschen soll. Hier steht's, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck der Junge von damals, dann links in der Mitte K und rechts 1 und in der Mitte groß dann 84. Klassisches Design in weiß und schwarz, von der Gestaltung her ziemlich schlicht gehalten, aber gefällt mir so von der Optik ganz gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. 2 Sticker, der Junge von damals, kreisförmige Sticker. Die DVD, die Bonus-EP mit den 5 Tracks. Die Instrumentals zum Album. Zusätzlich dann noch dieser Download-Code für die Bonus-EP.
Wie gesagt, könnt ihr gerne einlösen. Und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Der Junge von damals, von K1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr K1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.